Das ist dämlich. Okay, Laura, sag mal was Dämliches. Nein, warte, nochmal. Hallo, du bist die Moderatorin. Ich bin doch schon. Sag mal, Daniela, helfen in jeder Leben. Warum zu klein? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Women's Health Camp. Mein Name ist Silvia. Mein Name ist Silla. Und wir beide sind super happy, hier sein zu können in Bad Leonfelden, denn wir haben uns vorgenommen, eine Woche richtig fit zu sein und fast alle Kurse zu besuchen, oder? Genau, Silvia hat am ersten Tag schon 5 Kurse gebucht und ich habe leider nur 2 geschafft. Aber die richtig gut, das muss man ja mal sagen. Man kann das ja noch steigern. Ich habe jetzt ganz lange keinen Sport gemacht, aber ich habe auch gesagt, wenn, dann komme ich nur mit meiner Freundin, die eh schon fit ist und mich motiviert. Und das kann man super mit Freundinnen machen. Hier sind Leute dabei, die machen das schon seit Jahren und treffen sich hier immer wieder mit ihren Freundinnen. Also es ist ein absolutes beste Freundinnen-Ding. Das Coole ist, es ist ein ganz, ganz tolles Team. Ihr könnt mit jedem Problemchen zu den Trainern kommen und ihr könnt euch in diesen Kurs einbinden. Entweder als Beginner oder auch schon als Fortgeschrittener. Wie viel haben wir denn eigentlich? Wie viele Kurse? Es gibt so viele Möglichkeiten. Hast du mal durchgezählt? Es ist einfach, ich habe noch nie so eine krasse Kursauswahl gesehen. Da sind Sachen dabei, die ich noch nie kannte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich kann hier perfekt reinkommen. Ich hatte jetzt ganz lange Sportpause und das ist super perfekt, um einfach wieder reinzukommen und danach wieder weiterzumachen. Ich kenne einige Trainer sogar aus Berlin schon, die Eileen zum Beispiel. Durch sie bin ich hier überhaupt hergekommen und ich muss sagen, es wird nicht das letzte Camp sein, oder? Bist du dir sicher? Ja. Ich muss man erstmal zu Sport überreden, das muss man dazu das sagen. Stimmt. Aber das macht es richtig gut. Ein Sportmuffel, aber ich muss sagen, in der Gruppe fällt es einem viel, viel leichter durchzuziehen. Weil diese Gruppendynamik nimmt einen so krass mit. Und wenn man hier so eine krass trainierte Frau nebenan zu stehen hat. Ich habe sie dafür bezahlt, Leute. Ist man nochmal motivierter einfach und ich kann es wirklich jedem empfehlen, das ist auf jeden Fall so ein beste Freundinnen-Ding. Ja, auch für Mamis auf jeden Fall. Mal ein bisschen was für sich tun, das ist so, so wichtig. Nur wenn man selbst zufrieden und glücklich ist und auch mal was für sich tut, kann man wieder ganz viel geben. Apropos Mami, ich freue mich echt noch, dass ich gerne mit Kindern, denn meine Tochter war so begeistert, durfte ja einige Kurse hier mitmachen und es gibt dann in Zukunft auch definitiv ein Camp mit Kindern und da freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir beide da loslegen. Das wäre auf jeden Fall aber für meine Jungs. Wir reden die ganze Zeit, komm, wir zeigen euch ein bisschen was. Das ist der Kurs von Mareike. Bellycon Jumping ist nicht nur was für Kinder. Ich dachte ja immer, nur Kinder gehören aufs Trampolin. Aber hier kann ich die Frauen total auspowern. Das steht auf jeden Fall auch morgen auf meinem Plan. Ihr Lieben, das ist Eileen. Und Eileen kenne ich aus Berlin. Die hat mich da schon trainiert. Die war auch mit zu Hause. Und durch sie bin ich hier überhaupt zum Camp gekommen. Und Eileen ist nicht das erste Mal dabei, oder? Nee, ist mein drittes Camp jetzt. Und ich freue mich auf euch alle, falls ihr mal vorbeischaut. Ist wirklich zu empfehlen. Du bist die Stütze und ich bin der Moderator. Ich bin die Stütze. Du bist die Stütze. Ihr Lieben, mein großer Wunsch war es, endlich Handstand zu lernen. Und ich war gestern, was lachst du da schon wieder? Dein Lebenstraum. Ja, war's auch. Geht in Erfüllung hier im Women's Health Camp. Ihr seht schon, wir können eigentlich gar nicht. Hier lernt man was Ordentliches. Also jetzt für Sportgerne moderieren mit Handstand. Super, im Abendkleid. Alter, ist kurz abgeschliffen. Ah, das ist in Ordnung. Mein großer Wunsch war es, Handstand zu lernen und ich habe gestern den Kurs bei Eri besucht. Hallo. Handstandkurs. Und sie hat mir einiges beigebracht. Zumindest brauche ich jetzt erstmal Stabilität in den Schultern. Genau. Genau. Und ein bisschen Kraft aufbauen. Genau. Bisschen ist gut. Und was ich auch nicht wusste, man fängt nämlich so an, Handstand zu lernen. Und zwar, ich demonstriere es mal kurz. Eri, du bist da. Ja. Mal ja auch. Ich bin deine Stütze. Ja, du lachst immer. Nein.
Die Silvia baut so ihre Kraft für die Schultern auf und je näher sie an die Wand kommt, gestern warst du nämlich noch ein bisschen weiter weg, da haben wir nämlich ganz schnell einen Fortschritt sogar erreicht. Silvia kommt schon viel näher an die Wand und trainiert so die Kraft ihrer Schultern. Dann kann man natürlich noch einmal genau probieren, wie fange ich eigentlich an, dass ich nicht gleich umkippe. Immer klein, du hast gestern so kleine... Genau, wenn du die Kick-Taps, Kick-Backs, Kick-Ups, da gehst du einfach einmal zur Wand, erstmal die Hände ablegen und die Brille und dann mit dem Bein, welches euer kräftiges Bein ist, einfach nach oben kicken und das eine Bein erstmal anwinkeln und das andere Bein schön fokussiert. Das hat Silvias Tochter auch mega gut gemacht im Übrigen. Ja, hat sie von mir? Nein, leider nicht, wenn, da wäre ich jetzt schon besser. Aber ich habe mal so ein Bild auf Instagram gemacht, aber tatsächlich kam ich gleich so hoch. Ja. Ich probiere es jetzt einfach mal, ansonsten müssen wir das rausschneiden. Aber leg erst die Arme hin, damit, also leg erst die Arme hin. Mach erst die Hände hin, genau. So. Ja. Wir geben auch, mach die Arme hin. Genau, nur die Arme. Wie die erstmal durchatmet. Ne? Nee, das so, na, wie machen wir das jetzt mit der? Ich habe gerade schon gedacht, so, oh, das war nicht gemeint. Tatsächlich ist es nur, weil ich so viel rede und mein. So. Geh mal ein bisschen weiter weg. Perfekt. Und jetzt nimmst du nicht so viel Schwung und wir helfen dir einfach zusammen mit der Silla. Nee, du hast nicht, das ist egal, was du brechst. Ja. Super. Und jetzt den Rücken schön gerade. Perfekt. Ich bin deine Stütze in jeglicher Hinsicht. In jeder Sicht das da. War auch nur eine kurze Schatz. So, und ich habe ja noch ein paar Tage Zeit. Ich schwöre, ich krieg's hin. Ihr Lieben, zum Women's Health Camp gibt es natürlich auch eine Broschüre, wo ihr die Beschreibung zu den Kursen findet und euch aussuchen könnt, was ihr dann machen wollt. Natürlich gibt es auch eine App, was ich ganz cool finde und da könnt ihr euch jedes Mal eintragen und wisst dann, wie die Woche so läuft und könnt die ganze Woche für euch planen. Also ist alles super beschrieben und für jeden Tag sind die Kurse hier aufgelistet und es gibt Kurskategorien. Ich bin Kurs Pink, Lila und ja, je nachdem finden dann auch Battles untereinander statt, was auch ganz cool ist. Steigert natürlich die Motivation und was ich super finde, ich wusste gar nicht, was Aroma-Yoga ist zum Beispiel oder Detox-Yoga habe ich heute gemacht. Also mega schöne Sachen sind hier dabei. Man weiß echt nicht, am liebsten würde ich alles machen, aber es ist natürlich nicht machbar. Aber ich hoffe, dass ich in einer Woche ganz viele neue Sachen ausprobiert habe. Ihr Lieben, ich bin ein ganz großer Fan von Aquagymnastik und das ist hier so mein Lieblingsbereich. Also hier halte ich mich am meisten auf. Und am liebsten würde ich nur Aquakurse machen. Ist zwar nicht möglich, aber... Wisst ihr warum? Das muss ich auch dazu sagen. Sie sagt, sie schwitzt da einfach nicht. Ich wollte Zumba-Moves und Dance-Moves machen. Oder? Heute mache ich Aquajogging mit. Sehr gerne. Wenn ihr auch so eine Abkühlung braucht, dann erwartet das nächste Mal in so einem Talk. Seid dabei mit eurer besten Freundin. Ich habe doch schon ein paar Muckis hier bekommen. Ja, ich weiß gar nicht, woher wir das haben. Sie sagt die ganze Zeit, sie macht keinen Fitness, aber... Du musst halt immer zwei Kinder tragen, rechts und links. Stimmt, aber deswegen eine fette Umarmung. So, und jetzt sind wir beide nass. Du bist gemein.